Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Es macht sich Aufbruchsstimmung breit und in unserer Stadt vor allen Dingen mit Viersen blüht auf. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Zum 9. Mal stehen fantasievolle Blütenskulpturen und üppig bepflanzte bienenfreundliche Blumenkübel im Mittelpunkt der NRW-weit einzigartigen Aktion Viersen blüht. Und heute fällt der offizielle Startschuss zu Viersen blüht auf mit unserem Eröffnungstalk gleich unter dem Titel Viersen startet durch? Fragezeichen, Ausrufungszeichen. In einer Runde mit Michael Eichstädt vom Werbering Viersen aktiv, Jürgen Steinmetz von der IAK Mittlerer Niederrhein, Weinhändlerin Jennifer Hauptmann und Gastronom Stefan Pauen wollen wir unter der Gesprächsleitung von dir, lieber Frank Schiffers, das Potenzial der Stadt für den Neustart erörtern. Ich wünsche Ihnen und uns allen daher einen ganz, ganz interessanten Abend. Schönen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich möchte Ihnen heute etwas zu unserem Aktionspaket berichten. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir gemeinsam überlegen müssen, was wir denn tun können, damit wieder Schwung reinkommt, damit wir wieder Fahrt aufnehmen können. Das ist im Großen und Ganzen das Paket für die Restart-Offensive, was gerne durch Sie noch ergänzt werden kann. Wir sind da sehr, sehr offen. Sprechen Sie uns an, machen Sie mit, machen Sie bei dem Aufruf mit, posten Sie auf Hashtag Viersen blüht auf Ihre Beiträge, Ihre Ideen oder Ihr ganz persönliches Blühauf-Erlebnis an einem netten Platz in Viersen oder beim Eisessen oder beim Weinchen trinken, wie immer Sie mögen. Herzlichen Dank. Frau Heuermann hat es ja gerade schon gesagt, jeder, der hier dem Viersen am Herzen liegt, ist eingeladen, hier mitzumachen. Natürlich richtet sich das in erster Linie an die Einzelhändler, an die Gastronomen, an die Unternehmer hier vor Ort. Die haben die besten Möglichkeiten, hier eben halt aktiv sich einzubringen. Aber ich denke, auch jeder Einzelne von uns, Bürgerinnen und Bürger, die jetzt in die Stadt gehen, die hier dem Heimatshoppen frönen, die unsere Gastronomie lieben, auch wir sind hier gefordert, dass wir für unsere Heimat hier etwas tun und in unserer Stadt wieder Leben einkehrt. Und jetzt, Stefan, hast du das Geschäft wieder auf. Die Gäste kommen. Was spürst du von den Gästen? Also anfangs so ein bisschen die Unsicherheit, was dürfen wir nicht. Aber da wir natürlich auch im Thema sind, tagesaktuell immer die Informationen haben, was ist zulässig, was nicht, konnten wir da halt eben auch so ein bisschen diese Unsicherheit nehmen, den Gästen unter die Arme greifen und wenn sich das rumspricht, dann geht das eigentlich relativ zügig, dass wir eine gewisse Normalität einkehrt. So dass wir jetzt auch schon die erste kleinere Hochzeit hatten, eine kleine Veranstaltung außer Haus, also macht sich so eine gewisse Aktivität bemerkbar. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir halt eben die ganze Zeit aktiv waren und nicht irgendwie unter- oder abgetaucht sind. Das steht hier für den Niederrhein oder für den mittleren Niederrhein hier in der Industrie- und Handelskammer? Vielleicht zeichnet das den Niederrheiner auch aus, ne? Dass er in der Summe eben diese Leidenschaft und dieses Engagement an den Tag legt. Denn wir hatten wirklich eine Vielzahl guter Beispiele in Krefeld, hier in Viersen, im Rheinkreis Neuss oder auch in Mönchengladbach. Was hat Sie damals motiviert, das genau dann zu machen und nicht zu sagen, ich warte noch ein bisschen? Naja, auf der einen Seite worauf? Wenn ein Entschluss festgelegt ist und dann ja, wartet man eben nicht auf noch einen besseren Moment. Das ist dann der richtige Moment. Es war nur ein bisschen schwierig, die richtige Location zu finden. Und also dieser Gedanke, mich mit einem Ladenlokal irgendwo niederzulassen, der reifte schon seit mehreren Monaten. Aber durch einen Zufall bin ich jetzt praktisch im Süchteln gelandet. Und das war ja, die richtige Entscheidung. Mein Eindruck ist, das ist ganz gut, das ist wirklich gut gelungen.
Michael, als neuer Vorsitzender von Viersen aktiv hast du das Amt wirklich in einer schweren Zeit übernommen, so darf man wirklich sagen. Wie schwer war der Start für den Werbering oder für den Vorsitzenden oder sogar den Vorstand komplett? Der Start war sehr holprig. Hat auch damit zu tun, dass einfach letztes Jahr der Vorsitzende zurückgetreten ist. Wir hatten einen unvollständigen Vorstand, der dann erst einmal dafür sorgen musste, dass Wahlen stattfinden konnten. Und wir sind eigentlich erst seit Februar gewählt und im Amt. Muss man auch mal ein Dankeschön an die Stadt sagen. Die Zusammenarbeit da mit den Ordnungsbehörden war immer gut. Wir haben sofort die Informationen bekommen, die man brauchte, um unseren Mitgliedern mitzuteilen, wo denn jetzt mit und ohne Maske oder Test oder nicht. Das war schon alles immer schwierig und das wurde dann auch kurzfristig gut kommuniziert. Also an der Stelle hat die Zusammenarbeit gut funktioniert. Es gibt ein paar Umbesetzungen, da ist jetzt schon deutlich, dass im Gastrobereich ein paar zugegangen sind. Es gibt aber auch erfreulicherweise Neustarter. Es ist einfach dynamisch, es passiert was. Und es gibt Unternehmer, die möchten starten. Also auch ein Ja zum Standort Viersen. Wir glauben an den Standort Viersen und wir glauben, dass Viersen Möglichkeiten hat. Man merkt auch an deiner Euphorie, du bist so wirklich am Durchstarten. Also genau dem Motto, was Viersen braucht. Wir starten durch, wir fangen neu an. Ja, wir sagen auch Ja zu allen hier, die in der Stadt etwas tun wollen und unterstützen da, wo es wichtig und notwendig ist, weil wir wollen da unseren Einzelhandel, Gastronomie, unsere Unternehmer nicht alleine lassen, sondern da mithelfen und tun, was wir können. Ist das was, was man bei der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein auch hört, bei den Mitgliedern, dass alle jetzt sagen, so endlich geht's wieder los, wir krempeln die Ärmel hoch, es geht nach vorne? Ja, unbedingt. Also klar, wir haben es natürlich auch mit Akteuren zu tun, die immer auch noch leiden. Ne? Aber bei vielen nehmen wir in der Tat die Leidenschaft und den positiven Ausblick wahr. Also unsere letzte Konjunkturanalyse hat das auch nochmal gezeigt, die Erwartung jetzt auch an die Zukunft. Danke herzlich fürs Zuhören, aber vor allen Dingen fürs Kommen. Und wir gemeinsam, wir sind Viersen. Viersen blüht auf und Viersen startet durch. Habt einen schönen Abend, haben Sie einen schönen Abend. Tschüss, bis demnächst. Hoffentlich wieder mit viel mehr Publikum. Schön, dass Sie da waren.